Indem er die Macht der Seelen kanalisierte, brachte König Aland der XII. Seinem Königreich im Norden, Boletaria, beispiellosen Wohlstand. Bis zu dem Tag, als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel. Boletaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen. Doch Velafex von den königlichen Zwillingsfängen konnte dem Nebel entkommen und klagte der Welt Boletarias Leid. Dass der alte König Aland das Uralte erweckt hatte, die gigantische Bestie, die unter dem Nexus in ewigem Schlaf lag. Und dass ein farbloser Nebel gekommen war, der schreckliche Dämonen entfesselte. Die Dämonen machen Jagd auf Menschen und stehlen ihre Seelen. Wer seine Seele verliert, verliert auch den Verstand. Wahnsinn greift um sich und das Chaos regiert. Velafex sprach auch von der verführerischen Macht der Dämonenseelen. Verleibt sich ein Dämon eine menschliche Seele ein, wird seine eigene Seele durch ihre Lebenskraft gestärkt. Und die Macht einer ausgewachsenen Dämonenseele übersteigt jede Vorstellungskraft. Die Legende sprach sich herum. Starke Krieger, den Verlockungen erlegen, wagten sich durch den Riss in das verfluchte Land. Doch keiner kehrte zurück. Bior von den Zwillingsfängen. Jod, der stumme Häuptling. Sankt Urbain. Skurver, der Vagabund. Die sechste heilige Astraea mit ihrem Ritter Garl Winland. Und Freyk, der weise Hellseher. Der farblose, dichte Nebel verbreitet sich langsam über Boletaria hinaus. Die Menschheit blickt ihrer schleichenden Ausrottung entgegen. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben. Doch Boletaria hat noch eine Hoffnung. Einen einsamen Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Wird er das Land erlösen oder nur ein weiterer Sklave der Dämonen sein? Tapfere Seele, die den Tod nicht fürchtet. Ich werde euch zum Riss führen. So dass ihr das Uralte wieder in Schlaf versetzen könnt.
Ah!
der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Dies ist der Nexus. Er hält den Norden Boletarias zusammen. Ihr könnt den Nexus nicht verlassen, aber die 5 Keilsteine führen euch in die äußeren Länder. Ich bin Lagerist Thomas. Als die Plage kam, traf sie mich unerwartet. Als ich zu mir kam, da war ich hier, in diesem Nexus. Meine Frau und Tochter wurden Opfer der Dämonen. Aber im Kampf wäre ich nutzlos. Doch zumindest hoffe ich, euch tapferen Dämonentötern meine Hilfe anbieten zu können. Ich nehme gerne etwas von eurer Last und passe auf überschüssiges Gepäck auf. Viel Erfolg. Oh, ihr seid wohl auch durch den Riss geschlüpft, nicht wahr? Kamt ihr wegen der Dämonenseelen? Oder um dieses Land zu retten und als Held verehrt zu werden? Ihr jagt Dämonen? Dann versucht es bei den Keilsteinen. Nun geht. Deshalb kamt ihr doch her, nicht wahr? In das verfluchte Boletaria.
Ah!